Wer mich kennt, der weiß, ich kann manchmal auch fies zurück sein. Und dafür ist es heute wirklich an der Zeit. Und das heißt, ich verkleide mich jetzt einfach wieder als Polizist. Sofort anhalten! Sofort anhalten! Was denn? Hallo? Bist du Baby Claudius? Ja, ich bin Baby Claudius. Sie sind ein Polizist. Ja, ich bin Polizist, ganz genau. Das hast du schon richtig erkannt. Grad, aber Sie sind nicht der Polizist von letztes Mal. Das war ja Baby René. Also, Sie sind echter Polizist, oder? Und deine Haftstrafe ist übrigens 10 Jahre. Hey Leute, was geht? Baby René hier in seinem Pool, endlich wieder in meinem Pool, denn da war ja was. Ich wurde ja zwischenzeitlich so ein bisschen um mein Haus gebracht, denn das wurde mir ja abgezogen von Baby Claudius. Natürlich nicht von Baby Claudio, der würde sowas niemals tun, hoffe ich mal. Nee, von seinem bösen Zwillingsbruder. Man glaubt kaum, dass der Zwillingsbruder von Baby Claudio so fies sein kann, aber er ist es. Und ich glaube, das habt ihr auch schon alle gesehen. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut doch gerne noch die anderen Videos an, weil das ist echt unfassbar, wie dreist er ist. Ich habe niemals gedacht, dass jemand so fies sein kann. Aber wer mich kennt, der weiß, ich kann manchmal auch fies zurück sein. Und dafür ist es heute wirklich an der Zeit. Und ich habe mir schon was überlegt, wie wir das Ganze veranstalten. Also, beim letzten Video, als ich ja mein Haus zurückgeholt habe, habe ich schon gesehen, der Trick mit der Polizei, der klappt schon echt gut. Weil vor der Polizei hat jeder Angst. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil die hat nun mal immer, naja, das Recht, einem eine Ansage zu machen. Und wenn der Polizist vor einem steht, ich glaube, dann hat man da schon ganz schön Respekt. Und das heißt, ich verkleide mich jetzt einfach wieder als Polizist. Und das machen wir jetzt. Da habe ich schon das Outfit als Polizist noch im Kleiderschrank. Und damit der wirklich Respekt vor mir hat, ändern wir natürlich auch unseren Namen. Und nennen uns einfach Polizist. René wäre natürlich nicht so schlau, sondern einfach nur Polizist. Und wenn ich das hier so sehe, der sieht echt übel aus. Wobei ich sagen muss, vielleicht sollte ich ein bisschen was verändern, weil der sieht jetzt genauso aus wie der Polizist, der beim letzten Mal ihn eingebuchtet hat oder den letztes Mal kontrolliert hat. Da muss ich vielleicht ein bisschen was verändern. Das sieht alles nicht so passend aus. Das sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, das mache ich mal. Dann weiß er auch ganz genau, dass ich ein anderer Polizist bin. Und die Mütze, die müssten wir so lassen, weil das ist ja nun mal die Polizeimütze. Die muss man schon aufhaben, wenn man als Polizist gelten will. Und deswegen werden wir die nicht verändern. Vielleicht noch eine andere Hose. Okay, die Hose vielleicht nicht als Polizist. Aber vielleicht mal eine braune Hose. Dann sehe ich mal ein bisschen anders aus. Und als Gesicht sieht das doch gut aus. Der sieht noch viel grimmiger und wütender aus als das Gesicht davor. Und das heißt, so kann ich auf jeden Fall losgehen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Körpergröße. Denn so bin ich jetzt noch ein paar Zentimeter größer. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich definitiv Respekt bei jeder Person, die mich so sieht. Und das heißt, den werde ich mir jetzt schön mal suchen. Aber dafür muss ich den erstmal finden. Ich glaube, zu Hause bei sich ist er nicht, weil der ist ja meistens immer unterwegs und will irgendwelche Leute nerven. Gerade wird er ausnahmsweise mich nicht nerven. Vielleicht ist er auf dem Eis. Hier sind immer ein paar Leute, aber da kann ich den noch nicht erkennen. Irgendwie sind gerade keine Leute am Schlittschuh fahren. Vielleicht auf dem Spielplatz. Hier ist eine Person. Die ist das nicht. Hat die den auf dem Arm? Nee, ein Hund ist auf dem Arm. Den sehe ich auch lieber als Baby Claudius. Hier ist ein Schneemann. Ah, hier sind zwei Leute. Der linke ist das nicht, aber Moment. Der rechte. Sofort anhalten! Sofort anhalten! Was denn? Hallo? Bist du Baby Claudius? Ja, ich bin Baby Claudius. Die sind okay. Polizist. Ja, ich bin Polizist, ganz genau. Das hast du schon richtig erkannt. Grad, aber Sie sind nicht der Polizist von letztes Mal. Das war ja Baby René. Also, Sie sind ein echter Polizist, oder? Ja, natürlich bin ich ein echter Polizist. Oder ist das ein so Prank? Sehe ich nämlich auch aus. Das ist kein Prank. Nein. Nein, das ist kein Prank. Und du bleibst doch schön her. Du gehst direkt runter von der Wippe. Was ist denn? Ich darf doch hier auf dem Spielplatz sein. Hallo? Na, ich habe nämlich gehört, dass du hier Spielzeug kaputt gemacht hast. Das Ding hier zum Beispiel, das funktioniert nicht mehr. Und ich habe gehört, dass du das kaputt gemacht hast. Stimmt das? Ja, also das stimmt. So, und das bedeutet, du bekommst jetzt eine gerechte Strafe. Stehen bleiben. Was? Ja, ja. Ich bin stehen bleiben. Ja. Nein, stehen bleiben. Ja, ich bin stehen geblieben.
Okay. Wir müssen das also anders regeln. Du hast scheinbar gar keinen Respekt vor der Polizei. Doch, hab ich, aber... Aber den wirst du noch kriegen. Hab ich, aber was möchten Sie davon? Ich habe nichts gemacht. Bist du gerade... Wo bist du gerade? Bist du gerade in der Rutsche? Ich bin jetzt auf der Hüpfburg hier. Auf welcher Hüpfburg? Ja, auf dieser Hüpfplatte hier. Ja, ich bin jetzt hier. Was ist denn jetzt? Also, willst du immer noch hier Stress schieben? Es tut mir leid, Herr Polizist. Ich tue, was Sie möchten. Was ist das denn für ein Hund? Oh, der hat ja 3 Köpfe. So. Ja. Du wirst jetzt mitgenommen. Ja, und wenn du wirklich nochmal es wagst, runterzuspringen. Ja, ist okay. Darf ich selber dann laufen? Wirst du, nein. Du wirst gepackt. Oh. Und wenn du runterspringst, dann wirst du ein Problem mit Daniel bekommen. Okay, weil der hat schon relativ lange keinen Häftling mehr gepackt. Und ich glaube, der freut sich schon. Ja, ich mache nichts mehr. Bitte, kann ich jetzt wieder runterkommen? Bitte, ich habe unfassbar Angst vor Ihrem Hund. Du kannst wieder runter, wenn du im Gefängnis bist. In welchem Gefängnis? Ich habe doch nichts gemacht. Moment mal, was habe ich denn gemacht? Ah, doch. Du hast das Spielzeug kaputt gemacht. Das haben alle von mir erzählt. Und das sind alles Zeugen. Und das heißt, das stimmt. So, und schau mal, was hier steht. Hier steht das Haus von der nervige Claudio. Hä? Das heißt also, da müsste eigentlich noch Claudius stehen. Aber das heißt... Das ist ab jetzt dein da Haus. Da will ich aber nicht rein. Oder sollte ich besser sagen, dein Gefängnis? Was hat denn Baby... So, und hier... hier kannst du dich jetzt schön einrichten, denn das ist dein neues Zuhause. Hier ist ein Bett, aber ich kann darauf nicht schlafen. Das können nur Erwachsene benutzen. Ja, das ist mir egal. Dann schlaf auf der Toilette. Fenster, ich hab... Das Gefängnis ist ja auch nicht zum Schlafen da, sondern dass du mal drüber nachdenkst, was du falsch gemacht hast. Hier ist ein Poster. Sind Sie das auf dem Poster? Nein, das bin ich nicht. Ist mir auch egal, wer da drauf ist. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Sowas hier drin. Wir machen jetzt hier die Lampen aus. Und du kannst jetzt... Ist mir eigentlich egal, was du machst. Hauptsache, du bleibst hier. So. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, okay. Und deine Haftstrafe ist übrigens 10 Jahre. 10 Jahre? Das können Sie doch nicht machen, ja. Herr Polizist. Für was denn? Oh, doch, das kann ich machen. Moment, ich hab doch ein Spielzeug kaputt gemacht. Aber welches Spielzeug denn überhaupt? Du brauchst gar nicht widersprechen. Wir können das auch ganz gerne anders regeln. Nee, okay. Hier ist Daniel wieder. Nee, ich geh aufs Bett. Ja, Sie müssen jetzt raus. Das ist meine Privatsphäre. Bitte gehen Sie jetzt raus. Ja, okay. Solange du hier bleibst, kannst du auch gerne alleine sein. Leute, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich meine, okay, ich bin nicht immer nett zu jedem, aber dass ich jetzt ins Gefängnis muss, ich meine, hier steht doch ein Gefängnis drüber. Ich habe hier so ein Poster, die Lichter sind aus, ich habe eine Toilette, daneben ein Waschbecken, dann ein Bett. Der Polizist ist, glaube ich, vor der Tür. Kann ich hier raus? Nee. Herr Polizist? Nee, der ist nicht mehr vor der Tür. Ich glaube, ich habe mal gelernt, wie man Türen knacken kann. Das heißt, ich muss mich einfach nur hinter dem Zaun stellen. Das probiere ich mal. Und wenn der Polizist nicht hier ist, da kann ich ja sowieso raus. Herr Polizist? Nee, der ist nicht da. Der ist wirklich nicht da. Herr Polizist? Also ich glaube, ich probiere es mal. Ja, Leute, es hat geklappt. So, der Polizist ist nicht hier. Ich glaube, ich gehe wieder mal in die Stadt. Ich glaube, ich gehe was essen, weil, ganz ehrlich, ich habe Hunger bekommen. Ich meine, ich kann nicht in diesem Haus leben, so. In dem Gefängnis, so. Warte, wo ist denn die Pizzeria? Ich bin da noch neu hier. Ja, hier ist sie. Ich hoffe, der Polizist sieht mich nicht. Und ich hoffe vor allem, der kommt jetzt nicht zurück und schaut. Ja, hallo Ramsay, ganz genau. Ich bin frei. Ja, nee. Warum ich sage, ich bin frei? Nö, ist nichts, Ramsay. Ja, Ramsay, ich möchte heute hier essen, tatsächlich. Ja, Ihr Restaurant ist sehr, sehr schön. Ich werde da dort drüben in der Ecke essen. So, also das hat gerade schon echt gut funktioniert. Ich habe jetzt hier einfach mal noch ein bisschen Zeit hier mit den Leuten verbracht. Als Polizist muss man natürlich auch Zeit mit den Leuten verbringen, damit man zeigt, dass man auch am Ende freundlich ist. Aber Baby Claudius, er wird natürlich nichts davon sehen, dass ich freundlich bin. Ich glaube, ich schaue mal bei dem in seiner Zelle nach. Okay, die Tür steht offen. Das ist komisch. Die sollte eigentlich abgeschlossen sein. So, und... Ja, wo ist der denn? Wo ist der denn? Hat er sich wirklich jetzt in der Toilette versteckt, oder was? Nee, der ist weg. Der ist wirklich weg. Der ist weg. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn er einfach in der Gefängniszelle drin gewesen wäre. Aber der ist wirklich abgehauen. So, das heißt, den müssen wir jetzt suchen. Der ist bestimmt möglichst schnell auf die Adoptionsinsel geflüchtet. Aber ich verspreche euch, den werden wir kriegen. Den werden wir kriegen. So, die Frage ist nur, wo steckt der? Ich glaube, auf dem Spielplatz ist der nicht nochmal. Das wäre auch zu einfach. Das wäre vor allem ganz schön dumm,
wenn er schon wieder auf den Spielplatz geflüchtet wäre. Hat er sich vielleicht hier versteckt? Nee, hat er nicht. Ist er hier? Ich kann da durchs Fenster auch nicht erkennen. Aber irgendwo muss der ja sein. Okay, jetzt ist mein Auto stecken geblieben. Jetzt muss ich zu Fuß weiter. Okay, also entweder der steckt hier im Eis irgendwo. Aber sieht mir auch nicht danach aus. Ich versuche erstmal was anderes. Ich versuche jetzt erstmal zu schauen, ob der was essen wollte. So. Und wenn man essen will, dann geht man natürlich zu einer Stelle. Und das ist die Pizzeria. Also schauen wir mal, ob der hier irgendwo steckt. Oh nein, und. So. Oh nein, wer ist denn da? Ich glaube, ich. Hier muss jetzt einmal kurz eine Polizeidurchsuchung gemacht werden. Und ich habe gesehen, da muss jemand in die Schule. Und ich glaube auch schon zu wissen, wer das ist. Baby Claudius. Hatten wir nicht gesagt, du musst 10 Jahre im Gefängnis bleiben? Ich muss in die Schule, Sie haben recht, ich muss in die Schule, deswegen bin ich ausgebrochen. Nein, du musst nicht in die Schule, wer ins Gefängnis muss, der muss nicht mehr zur Schule. So, und das bedeutet, du wirst jetzt mitgenommen. Nö, Sie können mich nicht mitnehmen, ich bin... Oh doch, oh doch. Nö, oh, ich habe keine Angst vor Ihnen, habe ich ganz bestimmt keine Angst. Ja, hast du wirklich keine Angst? Ich komme mit, so. Ich komme freiwillig. Okay, das ist eine gute Entscheidung. Ja, bitte. Weil sonst wird, glaube ich, nicht mehr viel übrig von dir bleiben, wenn Daniel dich packen muss. Wieso hat denn Daniel 3 Köpfe, Herr Wachtmann? Ja, damit er notfalls 3 Einbrecher fangen kann. Aber mit einem einzigen wird er auf jeden Fall fertig. Haben Sie denn kein Auto? Warum müssen wir immer zu Fuß gehen? Ich glaube, ich nutze die Zeit noch ein bisschen, um dir zu sagen, was sich jetzt als Strafe erwartet. Denn die 10 Jahre haben sich soeben verlängert zu 20 Jahren. Ich kann doch nicht 20 Jahre in einem Gefängnis leben. Das funktioniert nicht. Oh, doch, das funktioniert. Ja, okay, jetzt gehen Sie bitte weg mit Daniel, ich habe Angst vor ihm. Also, ich gehe weg, aber Daniel, der wird nicht weggehen. Wie denn? Ich hab mich gerade dazu entschieden, dass Daniel einfach hier bleibt. Bleibt er vor der Tür? Nö, der bleibt hier in der Zelle. Wie denn? Der bleibt hier. Der hat hier alles, was er braucht. Der hat hier einen Schlafplatz, also das Bett, das gehört übrigens jetzt nicht mehr dir, sondern Daniel. Ja, aber der kann da nicht drauf schlafen. Ah, doch, das kann der. Ich kann hier schlafen, wie man sieht. Fühlt sich übrigens echt gut an. Und Daniel kann da drauf auch schlafen. Ja, dann zeigen Sie doch mal. Und was zu trinken hat er hier auch. Also der hat hier alles, was er braucht. Vor allem hat er eine Aufgabe. Das können Sie nicht machen. Sie können mich nicht mit einem Tier einsperren. Ich habe voll Angst, das ist rechtlich nicht möglich. Oh, doch, das ist möglich. Habe ich gerade so entschieden. Nee, das ist nicht möglich. An deiner Stelle würde ich da drauf stehen bleiben. Das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo Daniel dich nicht packen kann. Also, du bleibst jetzt schön hier und ich glaube, jetzt wirst du auch nicht mehr flüchten können. Ich kann nicht hier oben bleiben. Sie müssen Daniel mitnehmen. Das ist gesetzlich nicht möglich. Das geht nicht. Ist mir egal. Was mache ich jetzt? Ist mir auch egal. Herr Polizist. Ich würde sagen, du bleibst jetzt einfach Herr stehen. Herr Polizist, so 20 Jahre wieso mögen ungefähr. Sie mich denn so? Wieso mögen Sie mich nicht? Ich habe Ihnen nichts getan. Also, ich habe gehört, dass du hier ganz viele Leute in der Stadt geärgert hast. Ich habe nur Bibi René geärgert. Ja, und ich glaube, das reicht auch schon. Das ist schon Verbrechen genug. So, und das bedeutet, für Baby René ärgern gibt es auf jeden Fall die höchste Strafe, die es gibt, und das sind 20 Jahre. Okay, was mache ich jetzt? Das ist mir egal. Jetzt gehen. Also, ich wünsche noch eine schöne Zeit und in 20 Jahren komme ich dich vielleicht besuchen. Was? Wieso denn das? So, und bis dann bleibst du da jetzt stehen. Och Mann. So, okay, ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. So, und Daniel, du bleibst schön hier. Das hat schon mal gut funktioniert. Ah, Daniel steht jetzt also vor der Tür und hält der Wache, finde ich auch sehr gut. Und wenn Baby Claudius jetzt versucht zu flüchten, wird er direkt geparkt. Also, das habe ich schon ziemlich gut angestellt. Und wenn ich jetzt hier alleine bin, kann ich ja das Ganze wieder schön auflösen. Jetzt verwandle ich mich wieder zu Baby René. Und ich muss sagen, das hat schon echt Spaß gemacht. Das war schon echt ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das war echt der schönste Tag seit langer, langer, langer Zeit. Also diese Genugtuung, den zu verhaften, ist wirklich unbeschreiblich. Und ich glaube, jetzt habe ich mir auch verdient, hier erstmal ein bisschen Zeit zu entspannen und lasse jetzt den Tag so ein bisschen ausklingen. Und wenn ihr glaubt, dass das auf jeden Fall die gerechte Strafe für Baby Claudius war, dann lasst gerne ein Like da und schreibt das gerne auch in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Folgen von uns beiden sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, weil dann werdet ihr das definitiv nicht verpassen, wenn wir beide wieder unterwegs sind und uns ein bisschen zoffen werden, weil das wird definitiv passieren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!